Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Didi aus Österreich. Und ich war dabei, als er den Fisch abgeholt hat. Das war ein Spektakel. Jumbo Karasch in der Innenhälterung. Hallo Martin, mich würde deine Meinung zum Thema Haltung von Jumbo Karasch in der Innenhälterung interessieren. Ich halte aktuell noch einen 97 cm großen Karasch in einem 7500 Liter fassenden Rundbecken und möchte wissen, ob man die mögliche weitere Entwicklung des Tieres durch die noch beengten Platzverhältnisse gefährdet. Das Becken ist schwach besetzt und bietet neben konstant 24 Grad auch beste Wasserverhältnisse. Spricht etwas gegen die weitere Aufzucht in diesem Becken oder sollte der Fisch in den Außenteich übersiedelt werden? Danke und liebe Grüße aus Österreich. Didi, PS, du kennst den Fisch. Es handelt sich dabei um den bisher größten Sansei von Reini Herbst, den ich im Februar auf deine Empfehlung hingekauft habe. Smiley mit Sonnenbrille. So, jetzt ist wieder der Joker bei mir. Das Risiko auf meiner Seite? Nein, überhaupt keine. Kein Thema. Also, schon mal ganz ehrlich, wenn wir von Innenhälterung sprechen und du sagst 7500 Liter, das ist ja schon ein Kleinteich. Ja, das ist ja nicht die klassische Innenhälterung. Bei uns sind es 4800 Liter. Ich kenne viele mit 2000, 3000 Liter. Und in diesem kleinen Becken werden die Koi auf 80 cm groß gemacht. So, wir haben sie auch schon. Unser größter Zweijähriger hatte mal jetzt gerade von Sebastian 92 cm, als er ihn abgeholt hat. Das sind Riesenschiffe, die haben da überhaupt keinen Stress, die Fische. Die Bedingungen sind, und das ist der Vorteil von den Innenhälterungen, die sind sehr gleichmäßig, zumindest wenn man das Management entsprechend macht. Und das ist, was Koi lieben und was Koi brauchen, diese gleichmäßigen Bedingungen. Permanent 24 Grad, permanent gute Phosphatwerte, gute Nitratwerte, weil viel Wasserwechsel gemacht wird. Hohe Wasseraustauschrate zwischen Teich und Filter, sprich Ammonium-Nitritwerte sind gut. Wenn man so wie wir mit den Beetfiltern arbeitet, sind eigentlich auch die Schwebstoffbelastung ist sehr gering. Also das ist für so einen Koi schon ein Paradies. Und diese paradiesischen Bedingungen, die sorgen natürlich dafür, dass sich der Fisch entsprechend entwickelt und entsprechend brutal schnell wächst und auch entsprechend Volumen aufbaut. Also bei 7500 Liter, muss ich dir ehrlich sagen, da kannst du den Fisch auf 100 cm auf 100, 200, 3 cm machen, das ist kein Thema. Allerdings für meinen Geschmack, ja, so, für meinen, sage ich, in unseren 5000 Liter Becken, die wir haben, oder 4800 Liter Becken, sage ich, 24 Monate ist so das Maximum, wo ich sagen würde, will ich so einen Fisch da drin haben. Weil wir haben, und das ist der Nachteil von Innenhälterungen, wir haben natürlich eine künstliche Beleuchtung. Und ich sehe einfach die ganze Hautentwicklung und wahrscheinlich hat es auch nachher was mit Wohlbefinden zu tun. Wenn, also nicht, dass ich die Fische, dass ich das Gefühl hätte, die fühlen sich nicht wohl. Aber es ist ein Unterschied, ob man permanent eine Kunstbeleuchtung hat oder ob irgendwann wieder das Sonnenlicht kommt. Wir sehen es ja bei den Gosanke, wie stark die Farbe da runterfährt. Klar, die Farbe ist in direkter Kommunikation mit dem Sonnenlicht, mit der Lichtintensität, mit der Helligkeit und natürlich auch mit der Lichtfarbe. Und das sehen wir natürlich im Innenbereich, wie stark die Farbe darunter leidet. Das heißt jetzt nicht, dass der Fisch darunter leidet, aber der Fisch wird insgesamt und auch bei Karashi, ich kann zwei Karashis nebeneinander angucken, der eine hat Glanz, Teri im Japanischen, und der andere hat keinen Glanz. Und das ist natürlich eine Summe vom Sonnenlicht. Und wenn du einen großen Teich hast, ich glaube, dass sich der Fisch auch dann irgendwann mal freut, wenn er richtig Bahn schwimmen kann, wenn er sich bewegen kann. Also das ist jetzt alles aus der Verhaltensbiologie wahrscheinlich. Lacht sich jeder Biologe kaputt und sagt, der Fisch freut sich. Aber ich denke einfach, es tut ihm irgendwann gut, wenn er sich mal wieder richtig strecken kann, wenn er mal wieder richtig schwimmen kann. Aber rein vom Wachstum, die Entwicklung, die wirst du nicht gefährden. Ich glaube sogar, dass du in kleinen Teichen es relativ einfacher hast, dass du richtig Volumen hinbekommst. Weil es ist natürlich auch klar, wenn der Fisch nachher, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, dein Teich ist ziemlich groß, wenn der auf 100.000 Liter den ganzen Tag schwimmt, du musst überlegen, um wie viel mehr Energie du in den Fisch reinfüttern musst, dass er entsprechend Volumen, Muskelmasse aufbaut. Das ist natürlich in der Innenhälterung, wo weniger schwimmt, etwas einfacher. So, Didi. Das ist meine Frage zu deiner Antwort. Also du kannst ihn auf jeden Fall bis nächstes Jahr Frühjahr drin lassen. Und da bin ich mir sicher, dann hast du die 100 und das 2 cm. Mach's gut, ciao. Und ich komme irgendwann, wenn ich in Österreich bin, mal vorbei. Habe ich dir ja gesagt. Danke, ciao.